Du stehst noch ganz am Anfang mit deinem YouTube-Kanal, siehst, wie große YouTuber ganz viel Geld verdienen und wünschst dir das auch? Tatsächlich kann man oft mit einem YouTube-Kanal schon relativ schnell die ersten Euros verdienen. Dafür braucht man keine Zehntausenden oder Hunderttausenden Abonnenten. Wenn du aufs Partnerprogramm hoffst und dann damit deine ersten Euros verdienen willst, dann lässt du vermutlich sehr, sehr viel Geld auf der Strecke. Lass mich dir also in diesem Video zeigen, wie du auch schon am Anfang auf YouTube Geld verdienen kannst. Das ist meine Anleitung zu deinen ersten 1000 Euro über YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und die naheliegendste Möglichkeit, über YouTube Geld zu verdienen, ist natürlich das YouTube-Partnerprogramm. Das bedeutet, dass eben die Werbung, die immer vor Videos läuft, dass du da mitverdienst. Das ist so die Hauptmöglichkeit, die YouTube dir bietet, wie du mit deinen Videos Geld verdienst. Es gibt allerdings eine Hürde, denn du brauchst 1000 Abonnenten und entweder 4000 Stunden Watchtime auf deine Videos in den letzten 12 Monaten oder 10 Millionen Aufrufe auf deine Shorts in den letzten 90 Tagen. Das heißt, das ist erstmal eine ziemliche Hürde, die man überhaupt erstmal schaffen muss, um damit Geld zu verdienen. Und tatsächlich, selbst wenn du da drin bist, verdienst du nicht so irre viel. Wie viel man mit YouTube tatsächlich verdient, habe ich in diesem Video schon mal genauer erklärt. Aber rechne mal so damit, dass du bei langen Videos vielleicht 500.000 Aufrufe brauchst und bei Shorts eher so 15 Millionen Aufrufe, um 1000 Euro damit zu verdienen. Für kleine YouTuber ist das Partnerprogramm also nicht wirklich ideal. Und auch bei großen YouTubern ist es so, dass die meistens nicht mehr als 20% ihrer Einnahmen über das YouTube-Partnerprogramm machen. Der größere Teil kommt aus anderen Quellen. Denn das YouTube-Partnerprogramm ist bei weitem nicht die einzige Möglichkeit, wie man auf YouTube Geld verdienen kann. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, sowohl auf YouTube selber, die uns YouTube auch bietet, als auch außerhalb mit anderen Plattformen, mit eigenen Möglichkeiten drumherum Geld zu verdienen. Und du kannst es tatsächlich auch gut schaffen, deine ersten 1000 Euro zu verdienen, bevor du überhaupt im YouTube-Partnerprogramm bist. Bevor wir jetzt in die verschiedenen Möglichkeiten reinspringen, die ich dir auch gerade am Anfang empfehlen würde, eine kleine Anmerkung. Sobald du eigentlich den ersten Euro auf YouTube verdienst, musst du steuerlich und rechtlich einige Dinge zu beachten. Ich habe dazu schon verschiedene Videos auch mit entsprechenden Experten gemacht. Hier zum Beispiel mit Christian Solmecke von WBS Legal, deren YouTube-Kanal wir auch betreuen. Und der hat in dem Video mal genauer erklärt, worauf es eigentlich ankommt, wenn man eben auch Geld über YouTube verdienen möchte. Behalte das also auf jeden Fall im Hinterkopf. Jetzt wollen wir uns aber mal anschauen, was sind denn so Möglichkeiten, die auch am Anfang sinnvoll sind. YouTube bietet einem tatsächlich schon die Möglichkeit, auch ins Partnerprogramm zu kommen mit einer Vorstufe, wenn man so will. Das ist eine Möglichkeit, wie du mit nur 500 Abonnenten und auch mit nur 3000 Stunden Watchtime in den letzten 12 Monaten oder nur 3 Millionen Aufrufen auf deine Shorts schon ins YouTube-Partnerprogramm kannst. Das ist allerdings nicht das normale Partnerprogramm. Da geht es nicht darum, mit der Werbung Geld zu verdienen, sondern sogenanntes Fanfunding. Das heißt, durch die Möglichkeiten, dass deine Zuschauer direkt Geld bezahlen, dass du daran mitverdienst. Dabei geht es allerdings nicht um die Werbung, die vor Videos läuft und dass du damit Geld verdienst, sondern um sogenanntes Fanfunding. Also, dass deine Zuschauer Geld bezahlen eben entsprechend und du mit deinen Zuschauern Geld verdienst. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Möglichkeit, wie das auf YouTube funktioniert, nennt sich Mitgliedschaften. Es gibt noch ein paar andere Sachen, aber die Hauptmöglichkeit sind Mitgliedschaften. Das heißt, du bietest deinen Zuschauern bestimmte Vorteile, wenn sie dir monatlich einen bestimmten Betrag bezahlen. Das können so Sachen sein, eben wie exklusive Videos oder Vorabzugriff auf Videos oder Livestreams oder alle möglichen Sachen drumherum. Wenn du mehr zu Mitgliedschaften erfahren möchtest, habe ich hier auch schon mal ein ausführlicheres Video dazu gemacht. Das Ganze kommt von anderen Sachen. Es gibt zum Beispiel auch Patreon. Davon hast du bestimmt schon mal gehört. Das ist eine Plattform, die sich speziell auf sowas fokussiert hat. Da kannst du auch andere Modelle machen, wie zum Beispiel, dass du pro Video, was du veröffentlichst, dass die Zuschauer da eine bestimmte Anzahl an Geld bezahlen. Also da kommt das ursprünglich her, hat seine Vorteile, das auf Patreon zu machen, hat seine Vorteile, das direkt auf YouTube mit Mitgliedschaften zu machen. Gibt auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten. Dein großer Vorteil ist natürlich, dass du ein regelmäßiges Einkommen bekommst, dass du damit auch einigermaßen rechnen kannst, dass da regelmäßig das Geld auch reinbekommst und gleichzeitig kannst du dir eine Community, nochmal eine engere Community innerhalb deiner Community von den treuesten Fans aufbauen und denen nochmal besondere Mehrwerte liefern. Hier gibt es allerdings auch ein großes Aber. Wir haben das bei vielen Kanälen auch schon getestet, auch gerade Kanälen, die eben noch so klein sind. Und das war eigentlich sehr, sehr selten nur von Erfolg gekrönt. Du brauchst eine extrem treue Community, die auch bereit ist, Geld zu bezahlen, damit das funktioniert, wenn du nur so viele Abonnenten in Anführungsstrichen hast, wie diese 500 Abonnenten, die da das Ziel oder die da die Mindestanforderungen sind. Tatsächlich hast du auch oft am Anfang das Problem, dass eben nur ein paar wenige Leute da reinkommen. Und dann hast du da drei Leute vielleicht in den Mitgliedschaften,
Seiten, die bringen dir kaum Geld wirklich dafür, aber du musst jetzt plötzlich sehr viel Content dafür machen, weil du denen gesagt hast, ich veröffentliche ein zusätzliches Video pro Woche für diese Mitglieder. Deshalb musst du dir auch wirklich überlegen, okay, welchen Mehrwert kannst du wirklich bieten, der deinen Zuschauern noch was bringt, der gleichzeitig auch skalierbar ist, weil du kannst natürlich auch nicht was machen, was jetzt am Anfang einfach ist, aber was mit 50 Leuten überhaupt nicht mehr umsetzbar ist, weil du das für 50 Leute einzeln machen musst. Also du brauchst was skalierbar ist, was sich aber auch gleichzeitig am Anfang lohnt. Und da beißt sich oft so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Das heißt, man kann da vielleicht mit einfachen Möglichkeiten starten. Aber die ideale Variante für den Anfang ist es in meinen Augen nicht. Eine andere Form, die du auch direkt auf YouTube machen kannst und die eine ähnliche Kerbe schlägt, ist Merchandise. Also zum Beispiel sowas wie T-Shirts mit deinem Logo verkaufen oder andere Artikel, wirklich physische Produkte, die die Leute kaufen können. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten ranzugehen. Du kannst das Fulfillment selber machen, also die Sachen irgendwie herstellen, verschicken. Das ist aber natürlich sehr, sehr kompliziert. Du musst erstmal in Vorleistung gehen und so weiter. Deshalb ist die einfachste Möglichkeit damit zu starten, dass du mit Anbietern arbeitest. Es gibt sogar welche, die du auf YouTube auch selber schon benutzen kannst, sowas wie Spring zum Beispiel. Das ist direkt auf YouTube eingebaut, kannst du das auch in deinen Kanal einbauen. Aber auch da brauchst du natürlich eine sehr loyale Zuschauerbase, die auch von dir irgendwie Merchandise haben wollen. Das Schöne ist natürlich, die vermarkten deinen Kanal natürlich dann noch mehr, wenn sie mit dem T-Shirt, mit deinem Logo rumlaufen oder sowas, machen die ja quasi direkt auch Werbung für deinen Kanal. Du kannst auch nochmal eine ganz andere Art von Bindung schaffen. Das ist schon eine schöne Sache, aber auch das ist was aus meiner Erfahrung bei kleinen Kanälen nicht hundertprozentig gut funktioniert. Das sind erstmal die Sachen, die uns YouTube von sich aus anbietet. Aus meiner Erfahrung aber, wie gesagt, alles nicht so das, was für den Anfang 100% lohnenswert ist. Das sind alles Sachen, die man gut einsetzen kann, aber was ist denn viel sinnvoller? Fangen wir mit dem ersten Punkt zum Beispiel an, mit Produktplatzierungen und Affiliate-Marketing. Das ist was aus meiner Sicht auch schon relativ früh oft funktioniert. Was bedeutet das genau? Produktplatzierungen bedeutet im Endeffekt, eine Firma bezahlt dir Geld dafür, dass du ihr Produkt in deinem Video vorstellst oder dass du einen kleinen Werbeblock einbaust oder sowas. Affiliate-Marketing ist eine Sache, die ist vergleichbar, aber ein bisschen anders. Auch hier stellst du ein Produkt vor, allerdings kriegst du nicht direkt Geld von der Firma dafür, dass du das machst, sondern du packst einen Link zum Beispiel in deine Videobeschreibung und wenn die Leute über diesen Link das Produkt kaufen, bekommst du einen bestimmten Prozentsatz oder einen bestimmten Betrag pro gekauftem Produkt. Beides hat seine Vor- und Nachteile und lässt sich auch kombinieren. Im Endeffekt ist es aber immer so, dass du ein Produkt in deinen Videos vorstellst und dafür bekommst du Geld. Das Schöne ist, das bietet dir natürlich eine Möglichkeit, auch relativ konstant Geld zu verdienen, wenn du zum Beispiel ein Video in der Suche bekommst und dann bekommt das regelmäßig Aufrufe und die Leute kaufen auch entsprechend das Produkt, dann hast du eine relativ regelmäßige Einkommensquelle, wenn du das mit Affiliate-Marketing machst. Oder du kannst eben einmalig auch Geld bekommen und vielleicht auch vorab eine größere Menge von entsprechender Firma. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, was sind denn die Vor- und Nachteile davon für auch die Firma vielleicht? Warum sollten die das mit so einem kleinen YouTuber wie dir machen? Naja, tatsächlich gibt es bei Influencern, was du dann im Endeffekt bist, so funktionieren Influencer, dass dadurch, dass du Leute beeinflusst, Produkte zu kaufen, dafür verdienst du Geld. Das ist ja im Endeffekt Influencer sein. Gibt es verschiedene Größenordnungen, von denen man mittlerweile spricht. Und es gibt auch sogenannte Mikro- oder sogar Nano-Influencer. Und das sind eben sehr, sehr kleine Influencer, die aber eine sehr spezielle Nische haben. Und vor allem in den Fällen ist das besonders spannend. Wenn du eine sehr besondere Zielgruppe hast, die perfekt für eine Firma passt, dann kann es für die natürlich total spannend sein, wenn du ihr Produkt empfiehlst, weil du entsprechend in dieser Zielgruppe sehr, sehr spitz reingehst und genau die richtigen Leute auch ansprechen kannst. Gleichzeitig stärkt das natürlich auch für die Firma die Sichtweise von ihrem Produkt, wenn du das authentisch und glaubwürdig aus deiner Sicht auch empfiehlst. Je nachdem können die das natürlich dann auch, kommt darauf an, was man mit denen bespricht und was man mit denen abmacht, für ihr Marketing wiederum benutzen. Und so ist das schon auch so, dass man teilweise sogar als relativ kleiner Kanal schon Anfragen bekommt, auch von Firmen, ob man nicht die Produkte von denen vorstellen möchte. Du kannst also je nachdem mal schauen, ob du Anfragen bekommst oder auch aktiv auf Firmen zugehen und die fragen, ob die interessiert sind an Produktplatzierungen. Bei Affiliate Marketing ist das sogar so, dass man sich bei ganz vielen Firmen einfach bewerben kann. Da habe ich auch zuletzt schon mal ein Video zu gemacht. Da kannst du einfach hingehen, dich für deren Programm bewerben und wenn du zugelassen wirst, dann kannst du einfach die Links platzieren und bekommst dann automatisch darüber die Einnahmen. Die Möglichkeit, mit der du aber eigentlich am allermeisten Geld verdienen kannst, gerade am Anfang, aber auch langfristig, sind eigene Dienstleistungen und Produkte. Das kann unterschiedliche Sachen sein. Das kann sowas wie Beratung oder Coaching sein. Das können natürlich auch so Sachen sein wie Online-Kurse. Das können auch physische Produkte sein. Du kannst, weiß ich nicht, wenn du Künstler bist, für Leute personalisiert Bilder malen oder sowas. Da gibt es ja alle Möglichkeiten, was du dir so ausdenken kannst.
Das ist tatsächlich oft die Sache, die dir am allermeisten Geld bringen kann, weil ein einzelner Verkauf natürlich viel, viel mehr wert ist, als wenn du einen Bruchteil von einem Prozentsatz irgendwie durch Affiliate-Marketing oder irgendwie so eine Geschichte bekommst. Dadurch, dass du selber verkaufst, kannst du relativ hohe Margen bekommen, gerade wenn du auch vielleicht einfach nur deine Zeit verkaufst. Die ist am Anfang oft noch in deutlich größerem Maße vorhanden als später und dementsprechend kannst du da höhere Beträge nehmen. Tatsächlich ist es gerade bei Kanälen, die so Informationen bieten, Leuten bei irgendwas herhelfen, aus meiner Erfahrung extrem interessant, am Anfang einfach 1:1 Coaching anzubieten. Das ist eine Möglichkeit, wo du wenig vorbereiten musst vorher, wo du den Leuten direkt helfen kannst, wo du einigermaßen schon gut Geld mitverdienen kannst und natürlich erstmal deine Zeit gegen Geld tauschst. Aber wo du den großen Vorteil hast, dass du auch die ganze Zeit lernst, was sind denn die großen Probleme von deiner Zielgruppe? Was interessiert die wirklich? Und wenn du das machst, dann lernst du viel besser deine Zuschauer kennen und kannst auch viel passendere Videos für die Leute machen und auch wieder schneller wachsen. Das heißt, das bringt direkt deinem Kanal was und es ist eine relative gute Möglichkeit, auch Geld mit dem Kanal zu verdienen. Und dann verstehst du auch schnell, okay, dafür gibt die Zielgruppe tatsächlich auch Geld aus. Dann kannst du anfangen, dafür Online-Kurse zum Beispiel zu machen, währenddessen direkt am Anfang einen Online-Kurs zu machen, oft dazu führt, dass du unpassenden Online-Kurs gemacht hast, den die Zielgruppe gar nicht kaufen möchte. Von daher ist das dann zum Beispiel eine sehr, sehr gute Einstiegsmöglichkeit aus meiner Erfahrung. Was am Ende 100% zu deinem Kanal passt, das ist natürlich komplett auch abhängig davon, worum geht es auf deinem Kanal, was für eine Art von Kanal ist das auch. Was ich aber in jedem Fall sagen würde, und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die mir extrem wichtig, egal welchen Punkt du irgendwie Geld mit YouTube verdienen möchtest, ist, bleib dir selbst treu. Ich sehe das immer wieder, dass Leute anfangen, dann Produktplatzierungen zu machen für Produkte, die überhaupt nicht zu ihrem Kanal passen oder die sogar total unseriös sind. Lass das sein. Ich habe für mich selber so die Regel, ich stelle hier auf diesem Kanal nur Produkte vor und mache auch nur Produktplatzierungen oder Affiliate-Links von Produkten, die ich euch eh vorstellen würde, auch wenn ich dafür kein Geld verdienen würde, die ich meistens auch von mir aus sagen würde, ich möchte ein Produkt vorstellen in meinen Videos, dann gehe ich halt mal hin und gucke, ob ich damit auch noch ein bisschen Geld verdienen kann, weil dann ist es eine Win-Win-Situation. Aber nur dann stelle ich das auch vor. Bei Produkten, wo ich weiß, die sind gut, die benutze ich im Großteil auch selber, weil ich die einfach gut finde und weil ich die empfehlen kann. Das ist mir persönlich extrem wichtig und Authentizität ist mir super wichtig und ist auch, glaube ich, eine extrem wichtige Sache insgesamt auf YouTube. Das heißt, stell vorne an, den Spaß an deinem Kanal, die Authentizität, wirklich eine ordentliche Community aufzubauen, den Leuten zu helfen. Wenn ich Leuten mit einem Video helfen kann und damit nicht viel verdiene, dann ist das auch total viel wert, finde ich. Und wenn man dann aber auch noch was verdienen kann mit YouTube, dann wird es natürlich noch interessanter, weil am Ende des Tages, klar, man kann natürlich auch nur so viele Videos machen, wenn man das Ganze als Hobby macht. Wenn man das Ganze aber professionalisieren kann, damit Geld verdienen, dann kann man natürlich auch wieder noch mehr Videos machen, den Leuten noch besser helfen, vielleicht auch noch mehr wieder Geld in seine eigenen Videos stecken und so weiter. Das ist schon ein Win-Win für beide Seiten, für die Zuschauer und für einen, wenn man anfängt mit YouTube Geld zu verdienen. Von daher bin ich auch voll dabei, das relativ früh zu starten. Aber wie gesagt, warte nicht aufs Partnerprogramm oder sowas. Fang ruhig an, gerade mit Produktplatzierungen, Affiliate oder eigenen Produkten ist es am Anfang oft am einfachsten, direkt einen wirklich auch ja, nennenswerten Betrag zu generieren und nicht nur ein paar Euro zu verdienen. Um auf YouTube Geld zu verdienen, musst du aber in jedem Fall erstmal einen Kanal haben und auch ein paar Aufrufe, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Das ist natürlich ein extrem komplexes Thema, da überhaupt erstmal reinzusteigen. Deshalb habe ich ein komplettes Webinar dazu. Wenn dich das interessiert, dann komm gerne bei uns ins Webinar rein. Da zeige ich dir wirklich Schritt für Schritt, wie man einen YouTube-Kanal am Anfang aufbaut, sodass du ganz klar hast für dich, okay, das ist mein Pfad, keine Überforderung mehr hast, völlige Klarheit. Das möchte ich dir gerne bieten, ist kostenlos, guck es dir gerne an. Ansonsten hoffe ich, dass ich dir auch mit diesem Video weiterhelfen konnte. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.